Heute begleiten wir das COVLAB bei der Testung im Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Von hier aus unterstützen Polizeibeamtinnen und Beamte die Polizeipräsidien in ganz Baden-Württemberg und bei Bedarf auch im sonstigen Bundesgebiet. Das Polizeipräsidium Einsatz hat über 2500 Mitarbeiter. Alleine hier am Dienstort Göppingen sind es über 1000 Mitarbeiter. Zu uns gehören nicht nur die Bereitschaftspolizeidirektionen, sondern auch die Polizeihubschrauberstaffel, die Wasserschutzpolizei und Spezialeinheiten wie mobile Einsatzkommandos und das Spezialeinsatzkommando. Also sprich, wir haben Einheiten und Kräfte, die es nur einmal in Baden-Württemberg gibt. Deshalb ist natürlich ein Hygienekonzept sehr wichtig. Und wir hatten im Frühjahr letzten Jahres die Erfahrung gemacht, dass ein positiver Fall 100 Kontakte nach sich zog auf diesem Gelände. Und deswegen sind wir frühzeitig in ein Hygienekonzept eingestiegen. Also nicht nur Abstand, Desinfektion, sondern auch Maske tragen und eben auch, sobald wir entsprechende, sagen wir mal, Verdachtsmomente hatten, vorsorglich testen. Warum haben Sie sich beim Testen für eine Zusammenarbeit mit dem COVLAB entschieden? Zum einen natürlich ist es ein wunderbarer Service. Hier kommen die Kräfte vor Ort. Ja, ich kann meine Kräfte hier direkt an den Dienstorten zum Test schicken. Dann ist dann auch ein PCR-Test, ja, der im Prinzip der beste Test ist, wo es gibt, nicht nur ein einfacher Schnelltest. Und im Normalfall kann man ja diese Tests nur machen, wenn entsprechende Verdachtsmomente auf Covid vorliegen. Hier können wir das Ganze aber präventiv durchführen. Und natürlich jeder Fall, wo wir präventiv im Vorfeld feststellen, ist für uns ein Riesenvorteil. Denn wenn wir eine Einheit haben mit 30 Kräften und einem positiven Fall, dann muss ich ansonsten dann alle 30 Kräfte in Quarantäne legen. Und so können wir rechtzeitig und schnell reagieren. Zum Testen bezieht das COVLAB direkt im Innenhof des Polizeipräsidiums Station. In dem Truck ist ein voll funktionsfähiges Testlabor gemäß der deutschen Biostoffverordnung untergebracht. Hier gelten höchste Hygienestandards und es darf nur vom medizinischen Personal des COVLAB betreten werden. Für die Polizeibeamtinnen und Beamten ist die Probenentnahme der eigentliche Kern der Testung. Sie findet in einem nahen Gebäude statt. Zu Beginn der Probenentnahme werden die Anmeldedaten überprüft. Dann geht's weiter zum sogenannten Nasenrachenabstrich. Das war's schon. Mal hören, wie es war. Sie waren gerade zum Abstrich für den Corona-Test. Wie war das so? Also ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, jeder schafft den Test. Also so schlimm war es nicht. Definitiv machbar. Die Proben werden jetzt in das Labor gebracht. Dort startet nun direkt die Analyse. Die Testergebnisse liegen noch am selben Tag vor. Das ist eine Besonderheit des COVLAB. Alle zwei Wochen kommt das COVLAB zum Polizeipräsidium Einsatz. Der Test ist freiwillig und kostenlos. Warum haben Sie sich für die Teilnahme am Test im COVLAB entschieden? Weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich selber, aber auch dass andere sich testen lassen, einfach um die Möglichkeit auszuschließen, dass man andere angesteckt hat oder ansteckt. Und falls angesteckt wurde, dass man einfach nachvollziehen kann, welche Personen davon alle betroffen sind. Und ich finde, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird vom Arbeitgeber, sollte man es auch definitiv nutzen. Unsere oberste Priorität ist der Einsatz, ist das Motto des Polizeipräsidium Einsatz. Mit den Testungen durch das COVLAB unterstützen wir es dabei.